rein, herzlich willkommen zurück bei ARK Primitive Plus PlayStation 4. Und ja, letzte Folge hatten wir das Haus ein bisschen weitergemacht. Sorry, gestern kam keine Folge, ich wollte gestern mal ganz kurz was anderes machen. Es haben jetzt viele in die Kommentare geschrieben, mach dir die Wendeltreppe rein. Das Problem ist, bei dieser Wendeltreppe, ne, wenn ich die jetzt hier hinsetze, würde die 3 Etagen groß sein und die würde jetzt hier oben rauskommen und wäre sozusagen in meinen Balkon drinne. Wenn ich sie jedoch hier hinter baue, pass mal auf, wenn ich die jetzt hier hinter setzen würde, dann wäre hier auf einmal eine Treppe draußen. Verstehst du die? Draußen. Wollte ich nicht haben und es haben auch einige geschrieben, die Pfeiler bräuchte ich gar nicht, weil das hier oben auch so hält. Das ist mir klar. Ich wollte es halt einfach wegen der Optik. Das sieht einfach nur stabiler aus, weil sonst, überlegt mal, wenn ihr so draußen ein echtes Haus seht, ne, dann kann das nicht so halten. Da muss schon ein paar Pfeiler drunter. Ich überlege ja noch, ob ich hier vorne noch 2 hinmache. Zum weiteren Thema. Oh, Mann. Luft holen. So, ihr habt ja im Titel gelesen, jetzt wieder alle, oh, jetzt redet er gar nicht davon. Ja, Ragnarok wurde wieder verschoben. Ja, ist mir, also so wie ich es gelesen habe, also der Link ist auch unten in der Beschreibung drin, also unter dem Video da unten, ist von der offiziellen ARK-Seite. Also nicht sagen, oh, ja, das stimmt doch gar nicht so. Es ist von der offiziellen ARK-Seite. Es sollte heute rauskommen. Also es sollte am 19. rauskommen, hat sich aber wieder verschoben. Und es liegt da dran, weil am 8.8. die Hauptveröffentlichung von der CD ist. Also von dem Datenträger, also auch die Special Edition und so. Deswegen verschiebt sich das alles ein wenig. Sagen sie. Ich weiß. Was war das denn? Irgendwas rausgeflogen. Manche können das so sehen, manche können das so sehen. Manche, ich habe es im offiziellen ARK-Forum gelesen, die haten da ganz schön rum. Ich sage immer so, das ist ein wirklich kleines Team und es ist ehrlich gesagt bewundernswert, dass die das Spiel trotzdem, also ich glaube 16 Mann oder so, dass die das Spiel trotzdem so hinkriegen. Deswegen. Es ist nicht immer so, ne? Ich meine, gut, bei Minecraft haben auch weniger Leute mitgearbeitet, wurde aber von großen Konzernen aufgekauft und wirklich weiterentwickelt hat sich das immer noch nicht. Ich weiß es. Oh, aber Minecraft. Gibt's zu. Ohne Mods ist da immer noch nicht viel. So, mal gucken, was wir jetzt machen. Als allererstes sollte ich vielleicht mal meine Axt, also meine Spitzhacke, reparieren. Ich guck mal ganz kurz noch nach dem Eisen. Ich muss mir sowieso noch ein bisschen Eisen holen. Ich weiß, ich könnte jetzt einfach die etwas glänzeren Steine mal wegschlagen. Und übrigens danke nochmal an alle, dass ihr mir geschrieben habt, dass das mit den Bienen finden nicht mehr funktioniert. Ich müsste schon an die Bienennester. Das Problem ist, dass von den Bienennestern das Update ist ja nur 1-2 Monate alt, aber Primitive Plus, das letzte Update war, ist echt lange zurück und das könnte so ein einiges Problem werden. Ich weiß, jetzt renne ich die ganze Zeit einfach nur stumpf durch die Gegend, aber ich kann es doch reparieren. Das ist schon wieder dieser scheiß Bug, ne? Dass die den nicht unter Kontrolle kriegen. Also gut, die haben ja bis jetzt, sagen wir es so, die haben lange nichts dran gemacht an der Mod. Das ist ein bisschen schade eigentlich, weil ich finde die eigentlich recht geil. Gut, ich brauche noch ein bisschen mehr Stroh. Holen wir uns ganz kurz nochmal was. Ich würde mir wünschen, dass die offiziellen Mods, also es gibt ja für ARK PC, gibt es ja diese Sponsored Mod Programm, ne? Kennt ihr ja einige bestimmt von euch. Auf den PC-Versionen kann man das rechts auswählen zum Download. Ich hoffe, dass es für die Konsolen auch kommt. Für Xbox kommt es definitiv. Das ist klar. Steht ja auch auf der offiziellen, ich sag immer, die offizielle Seite. Nicht, dass es wieder als Gerücht ist. Xbox One X bekommt ja Crossplay. Also Xbox, PC können zusammenspielen. Sony, PlayStation leider nicht. Und es ist immer ein Graus, ne? Aber das liegt halt großteils auch nicht an ARK sondern, oder an den Entwicklern, sondern an Sony selbst. Und das ist immer ein bisschen schade. Achso, ich wollte hier oben, mache ich jetzt hier noch so eine Treppe zwischen? Ich mache es erstmal im Vorbehalt, mache ich hier noch so eine Treppe zwischen. Müssen wir mal ganz kurz schauen, was die nochmal braucht. Die war unter Strukturen,
Holz, gut, machen wir nochmal eine. Ich werde mir da jetzt im Laufe der Zeit was anderes überlegen mit der Treppe hier. Aber wir können es erstmal nur so nutzen. Oh, ich könnte mal wissen, was essen. Ich verbrauche die, bevor die hier ablaufen. So, Holztreppe. Bist du jetzt richtig rum dran? Weil manchmal, da spinnt das ein bisschen. Genau. So, jetzt können wir zum Beispiel erstmal... Der hat bestimmt wieder genau die andere Seite, oder? So ein Arsch! Ey, ich versuche jedes Mal richtig rum... Nein, ich häng fest! Ich versuche die jedes Mal irgendwie richtig rum hinzukriegen, aber du erkennst es meistens nicht. Scheiße, jetzt hänge ich hier. Ich hänge bestimmt jetzt mit dem Kopf. Ja, geil. Ey Mann, das ist immer so beschissen. Du kannst ja auch nichts machen, du kommst nichts mehr raus, bis du das oben wegreißt. Ja, das ist doch wieder... Da könnte ich. Ich weiß, ihr habt geschrieben, ich mache das jetzt vielleicht auch mit der Rampe. Das sieht zwar urstscheiße aus, aber was willst du machen? Ja, ich weiß nicht, jeder hat eine Rampe zu Hause, aber wir müssen es halt leider machen. Ich mache jetzt noch einmal so ein Dach und dann gucke ich mal, wie ich das mit der Rampe am besten hinkriege, weil ich müsste eigentlich zwei Rampen setzen. Ich will ja nach oben wieder rauskommen. So, erstmal das Dach wieder hinklatschen. Jetzt gucken wir mal, was wir für eine Rampe haben. Ich mache einfach mal R-A-M-P. Ramp müsst ihr herstellen. Ramp. Da ist er. Da brauchen wir nur Lumber und Stein ein kleines bisschen. Könnten wir noch hinkriegen. Geh einfach mal hier hin. So, ich muss ja auch mal bald wieder farmen. Bald. So, stellen wir das Ding mal schnell her. So, ich habe einen Schluck auf. Nicht, dass ihr euch wundert, dass ich hier immer Cuts reinmache. Das liegt aber daran, weil ich immer... Das sieht immer so total behindert aus. Nichts deswegen, ne, das soll jetzt keine Diskriminierung sein. Achso, ich habe mir noch was in die Kommentare geballert. Ach, jetzt habe ich nicht die Schräge gebaut. Mann, bin ich bescheuert manchmal. Sorry. Ausrasten. Wow, Rage Quit. Ne, das mache ich nicht. So. Ich weiß nicht, hab ich schon mal einen Rage Quit gemacht? Weiß nicht. Ja, wo ist denn das Ding jetzt zu finden? Ich hab's doch eben gehabt. Warte mal. Ich hole mir bald eine Tastatur. Ramp, Bauplan, Ramp. Ja, warum ist die nicht bei Lumber mit drinne? Das muss ich nicht verstehen, Freunde. Ich gucke jetzt erstmal, ob das überhaupt passt oder ob wir jetzt Scheiße gebaut haben. Ne, das... Ich weiß nicht. Es sieht irgendwie... Es sieht scheiße aus. Weil das Problem ist, ich muss mich jetzt hier oben auch wieder ducken. Weil, guck, hängt dann wieder mit dem Kopf nachher drinne fest. Okay. Wir lassen das erstmal so. Jetzt wäre es intelligent, wenn ich jetzt hier die zweite Rampe hochbaue. Aber das Problem ist, ich kann jetzt hier keine Tür mehr reinmachen. Weil wenn ich jetzt hier eine Tür reinmache, komme ich da gar nicht mehr durch. Das heißt, ich müsste entweder ein Stockwerk höher machen. Testen wir mal. Ich mache jetzt noch mal ganz kurz... Ich hole mal noch mal ein bisschen Holz rüber. Warum habe ich da eigentlich so viel Steine da drin? Jetzt muss ich hier schon wieder Ramp eingeben. R-A-M-P. So. Da. Gut, gucken wir uns das erstmal an, ob das jetzt passt. 75 Lumber frisst das immer. So, also jedes Mal, wenn wir hier durchgehen, in die Hocke. Das ist aber auch bescheuert. Kann ich mich wieder aufregen. So. Da. Gut, jetzt kann man hier hochgehen, rum und hier hochgehen. Wenn ich jetzt... Ich versuch's mal mit dem Türrahmen, ob wir da durchkommen. Dann würde ich das hier nämlich sogar noch zuklatschen wollen. Und kann man die nicht verdecken? Wir haben doch hier diese Ecken, oder? Ich guck mal ganz kurz. Die haben wir natürlich wieder auch nicht hier drin. Die sind wieder irgendwo anders. Ah, guck ich gleich. Lalalala. Gut, mache ich mir erstmal zwei Wände. Ich nehme jetzt einfach mal ganz viel Lumber hier rein. Da brauche ich zwei. Ich mache gleich mal mehrere. Erstmal. So, wo steht's dann? Holz. Lumber. So, ich meine die hier. Oder, ach, du brauchst ja wieder Glas. Ich mache mir mal zwei. Ach nee, hier die. Ich mache da mal auch mal zwei von. Ich will nur mal gucken, ob das funktioniert. Und ich brauche zwei Türen. Und... Oh, sowas hier. Ich teste erstmal ganz kurz durch. Wir gehen jetzt nochmal rein. Hier vorne könnte ich eigentlich auch mal so ein...
ein tiefes Ding. Ich will das mal gucken, ob ich hier vielleicht die Seiten zukriege, ohne dass es kacke aussieht. Die sind zu groß, ne? Ja, scheiße. Ja, die sind zu groß. Und das finde ich immer doof, wenn du da unten drunter gucken kannst. Gut, mache ich erstmal hier zu. Und dann schauen wir mal, ob das hier mit der Tür funktioniert. Weil ich will ja nicht, dass man hier immer jeder ein- und ausgehen kann. Und du... Na gut, du musst in die Hocke gehen. Musst leider in die Hocke gehen. So. Wo habe ich's denn? Habe ich die eine Wand nicht gemacht. Ich bin ja manchmal... Das ist doch kacke. Jetzt kannst du hier schon wieder durchgucken und in den Raum rein. Wenn ihr Ideen habt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich weiß, ich fordere das ziemlich oft, aber... Ich freue mich halt, wenn ihr mir schreibt. Ich weiß, weil du liest das doch eh nicht. Ich lese jedes Kommentar. Ich antworte bloß nicht auf jedes, weil sich manches tausendmal wiederholt und... Ja, ich bin ja kein Papagei, ne? Ich schreibe so, manche Fragen beantworte ich einmal. Wenn der andere dann aber nicht runterblättern will, weil er nur sein eigenes Kommentar haben will, dann ist da Pech, ne? Ich antworte großteils, selbst wenn manche, gut, manche wiederholen sich ja tausendmal. Zum Beispiel, wie ich es erklärt hatte, ich mache es in diesem Video wieder, ne? Also in jeder Folge wird es sowieso gefragt, wie installiert man die Watch? Die kann man nicht installieren, die ist im Hauptmenü unten rechts. So. Ich sollte das vielleicht als Slogan irgendwie mal so einfügen. Oder... Irgendwie so Bild einblenden. Das ist immer unten, mit so einem kleinen Pfeil unten rechts. Kann ich jetzt... Ich mache jetzt einfach mal hier so ein Provisorium. Ah ne, jetzt habe ich jetzt... Boah, hab ich das Ding jetzt hingebaut. Ich werd hier echt bekloppt, Freunde. Ich habe jetzt eben vor 15 Minuten hier Kreis gedrückt. Dann mache ich das hier mit dem Spitzdach, oder? Mal, ich guck mal. Genau. Und dann machen wir da oben so ein Schrägdach drauf. Das kann ja auch ganz gut aussehen. Siehst du? Dann machen wir oben ein Spitzdach drauf. Und hier machen wir noch das Geländer außenrum. Ja, Regen! Ich mag eigentlich Regen, aber bei Ark, da macht es immer die so. Der Regen ist so laut. Der macht einfach die Soundstimmung kaputt. So. Einmal bitte Lamba. Ich kann mal ein bisschen noch was. Ich verbrauche wieder so viel. Das ist scheiße, Freunde. Lalalala. Alles herstellen. Genau, machen wir nochmal 90 Stück. Ich brauche jetzt 1, 2, toll. Wieder so viel weg. Will nämlich hier unten zumachen, dass du nicht immer voll in die Bude reinguckst. Wo habe ich es denn jetzt? Da. Das sieht da auch schon wieder so kacke aus. Guck dir da, dieser Übergang, ne? Ja, jetzt hast du wieder so eine Schlagkante. Ach, leck mich im Arsch, das bleibt jetzt so. Und hier wollte ich die eine noch reinmachen. Genau, hier passt das. So, jetzt haben wir hier noch die Räume. Ach, das. Dass die Dinger mal hier durchgucken. Kann man das dann lösen? Das finde ich nämlich auch kacke. Ich weiß, machst du einfach weg. Kann man machen. Ob es so schön ist. Schrägdächer gibt es hoffentlich. Ich hoffe es mal. So, dann machen wir das jetzt einfach. Ich mache jetzt oben mal komplett zu, dass wir das Haus zumindest einigermaßen jetzt mal in Sicherheit wiegen können. Ich nehme jetzt mal genug von dem Zeug mit. Ich bin überladen. Jetzt fehlt es wieder an Stein. Ich freue mich schon wieder richtig aufs Farmen. Das mache ich mal wirklich zwischen den Folgen, weil das echt... Ich weiß immer nicht, was ich da labern soll. So, dafür brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das. 1, 2, 3, 4, 3. Haben wir schon mal 3. Guck jetzt gleich wieder alle. Komm, zieh, nimm mit. So, 3, 4, 5. Es fehlt bestimmt an Stein, oder? Oder? Ey, ich habe auf Stein gedrückt. Den haben wir noch. Willst du mich verarschen? Ich kann nicht zählen. So, 5. Warum ist jetzt? Schon wieder Lamba. Ah, du brauchst ja fast 100 für ein so ein Ding. Warum mache ich denn das hier? Bin ich bescheuert? Warum passe ich denn hier schon wieder nicht auf? Gut, dann müssen wir das erstmal oben verarbeiten, soweit wie es geht. Ich habe jetzt wieder Scheiße gebaut. Ich habe wieder das Falsche geklickt. Das habe ich ja schon mal erklärt. Wenn ich auf die Facecam schaue, dann gucke ich nicht, was ich sonst so mache. Ich bin da... Ich
soll ich das sagen? So ein Krüppel. Also so ein Aufpasskrüppel bin ich da. So, zack. Jetzt gucken wir mal, wie das mit dem Dach aussieht und funktioniert. Das Geländer machen wir dann später drauf. Ich brauche einmal die Dächer. 5 haben wir. Mach ich mal hinten hin. Passt. Mach den mal hier. Ah. 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 Ist ja ganz hübsch. Jetzt geht es gleich, muss wieder alle. Ich dachte, der macht das wieder falsch rum an. Ich hatte das schon mal, dass er das Dach, wenn du von unten ransetzt, das falsch rum macht. So, jetzt brauche ich eigentlich nur 1, 2, 3. In der Theorie müsste ich jetzt Holz farmen, aber wo ist denn... Mein Beil ist ja schon wieder weg, ne? Wie hier alles einfach nur verschwindet. Waffen, primitiv. Einmal kurz herstellen und dann... Jetzt werde ich erstmal den Wald da vorne abholzen. Sonst haben wir hier hinten bald nicht mehr. Ich finde das nämlich ganz schön hier hinten. Und hier vorne, da bin ich eh nicht. Und wir sind aber sowieso gleich wieder total überladen. Warum lade ich mich denn nicht vorher aus? Ich habe jetzt echt die Soffen oder so. Und zurück. Das müsst ihr euch vorstellen. So macht man das den ganzen Tag. Man rennt von A nach B. Auf einem Server wäre das einfacher. Weil du da einfach deine Leute hast, die vielleicht mitfarmen. Falsch. Geht es halt einfach mal ein bisschen schneller. So. Bauen wir da noch ein bisschen Lumber. Und was habe ich denn hier jetzt? Stimmt, ihr habt mir ja noch geschrieben, dass mit diesem Limestone und dem anderen Stein, dass man daraus irgendwie Eisenbarren machen kann oder sowas. Ich will mal ganz kurz was testen. Ich will nur was testen. Ganz verstanden habe ich es noch nicht. Carbon. Erstmal ganz kurz schauen, was ich denn überhaupt alles reinlegen kann. So, guck mal. Das Carbon geht rein. Das ist schon mal ein Anfang. Das Leder geht auch rein, bestimmt für Benzin. Das Limestone nicht. Dazu müssen wir, glaube ich, irgendwie... Ich weiß nicht, wie das geschrieben hat. Irgendwas mit N Gramm oder so. So. Ich mache mal ganz kurz... Nehme mal gutes Stroh. Dann nimm Fasern. Davon habe ich immer genug. Nee, will er nicht. Scheiße. Ach komm, dann nimm den Strom. Stroh. Bin mal gespannt. Carbon. Was das macht. Was das bringt. Fürs Leder bräuchte ich eigentlich noch was anderes. Leder plus Öl. Ah! Okay, Steel. Okay, cool. Danke euch. Okay, was mache ich bloß damit? Ach so. Carbon in a Forge. Verstehe. Okay. Das Eisen und das Carbon zusammen ergibt irgendwas. Dazu brauche ich aber später die größere Werkbank. Kann ich mir danach auch immer noch craften. Dann machen wir die zwei Werkbänke, dann mache ich oben noch so einen Chemietisch und alles drum und dran. Kann noch recht lustig werden. Jetzt muss ich aber trotzdem noch wieder ein kleines... Ich habe schon wieder alles in den Taschen, oder? Oder? Mal auf. Ich habe schon wieder nicht abgeladen. Gewichtmäßig bin ich mal total halb voll hier. Dann machen wir das einfach mal so. Was wiegt denn hier so arsch viel? Ich mache mal... Fasern? Fleisch schmeiße ich mal. Ich brauche jetzt momentan kein Fleisch. Ich weiß, ich könnte es wieder umwandeln. Hier kommen die Kackbären. Die kann ich mir so schnell erfarmen. Die behalte ich erstmal. Oder nö. Ach komm. Weg mit dir uns Scheiß hier. Ich mache mir doch eh keine. Ich stelle mir doch eh keine hin. Wer ist denn hier? Wer soll denn hier im Singleplayer-Modus so mein Feind sein, dass ich hier irgendwelche Pflanzen hinstelle? So, die Kohle kommt auch weg. Die Steinchen kommen rüber. Und kommen die Samen weg damit. Und mein Lumber packe ich mal wieder zurück. Müsste ich jetzt eigentlich schon wieder ein kleines bisschen was haben. Ich habe zwar noch so einen Torbogen, ich meine so eine Tür da drinne. Kann ich das zurückmachen? Ja, zurück geht's. Gut, dann... Essen wir uns kurz was und gucken noch mal ganz kurz nach Holz. So, ich will zumindest heute mal das blöde Dach fertig kriegen. Sonst sitze ich da wieder ewig dran und ihr meckert mich voll. Ihr sagt dann, ah, du dummes Arschloch. Du brauchst für alles immer so ewig lange. Du bist Kacke. Eure Worte. Na gut, ich habe ein bisschen umgestimmt. Ich habe es ein bisschen übertrieben jetzt mit euren Worten. Was kommt dem nahe? Spaß. So. Holz. Wir sind gleich wieder überfüllt. Da kann ich wieder zurücklaufen. Ich schaffe das noch, dass ich hier den ganzen Wald wegkriege. Wenn das Zeug nicht nachwachsen würde,
Also, stell dir mal vor, in Ark würden Bäume so schnell wachsen wie im echten Leben. Zwei riesen Basen gebaut. Ganze Map leer. So. Lalalala, machen wir hier nochmal ein bisschen was rein. Genau. Und wir stellen wieder Lampe her. Wunderbar. Jetzt könnte ich, ja, komm. Wir machen die Dächer jetzt fertig. Drei Stück waren es, glaube ich, gewesen, oder? Habt ihr mitgezählt? Schreibt sie in die Kommentare. Ne, so weit muss es echt nicht gehen. Ich kenne ja diese YouTuber, die dann bei jedem bisschen... Schreibt sie in die Kommentare, obwohl sie es danach sowieso sagen. Deswegen mache ich mal gerne mal einen Witz daraus. So, Strukturen. Lumber. Dach. 1, 2, 3. Huh. Diesmal hat es geklappt, Freunde. Machen wir das Ding fertig. Da haben wir zumindest mal eins. Und danach können wir uns kümmern, dass wir uns mal einen Dino besorgen. Und nach dem Dino... Ja, den Innenraum ein bisschen ausbauen. Verstehst du, dass wir hier zumindest mal unser Sortiment dann haben? Und vielleicht später noch so ein Steinhaus oder sowas machen. Ne? Gucken wir dann hier nochmal. Gut, ist ja ganz hübsch. Also für den Anfang. Und er wird hier, denke ich mal, ewig bei mir bleiben. Ja. Gut, Freunde. Ich mache erstmal Folgenpäuschen. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr davon momentan halt. Ist noch nicht fertig, ne? Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Haut rein, macht's gut. Ciao.